Epizo. Eines ist beim Battle nicht schlecht, was soll ich bloß zu dir sagen? Ich weiß nicht so recht. Ich fand deine Quali und erste Runde sehr nett. Nicht, dass ich wüsste, das war eher ein Gag. Dein Facebook-Post verrät deine Aufregung wegen der Paarung. Ich hab mich schick gemacht. Entspreche ich deinen Erwartungen? Oder bin ich, wie du hoffst, mal wieder nur ein Freilos? Lieber Freilos als eine Nische, du weißt Brot, was geht? Kappe für die Scheiße, die du hier redest, Mann. Schluss mit lustig und den netten Typen von nebenan. Die Stimme auf zu lautem Beat. Miserabler Einsatz. Der Punkt geht klar an mich, denn die Jury versteht nicht ein. Sag deine Facebook-Page, 80 Likes. Yeah! Du Nazi-Kopf, sogar Hitler hätte mehr. Oh! Was soll ich bloß zu dir sagen, wenn du im Ernst der Meinung bist? Du würdest mich schlagen, du und VBT. Junge, das hat was von Größenwahn. Ist dir entgangen, was wir in den letzten Jahren für Größen waren? Und selbst jeder No-Name ist besser als du. Hätten? Battle mich, ich bin ein No-Name. Besser als du. In welchem Contest willst denn bitte du im Finale stehen? Video-Pfeifen-Turnier? Da würde ich dich im Finale sehen. So, mein Freund, ne Hook hab ich auch noch für dich. Könnte sein, dass sie dir bekannt vorkommt. Was du in deinen Videos wirklich sehr Bombe machst, ist Schaukeln. Oh, Schaukeln. Was du in deinen Videos wirklich sehr Bombe machst, ist Fahrradfahren. Oh, Fahrradfahren. Was du in deinen Videos wirklich sehr Bombe machst, ist Klettern. Ich kletter auch gern die Berge hoch. Was du in deinen Videos wirklich sehr Bombe machst, ist einfach mal gar nichts. Du Rap.